Und immer wieder die gleiche Ausgangssituation. Ballbesitz Borussia Dortmund. Sie versuchen, sich den Gegner zurechtzulegen. Viel laufen müssen vor allem die Spieler, die weiter vorne sind, wie Eilers und Andrich. Die hinten können relativ entspannt warten bis jetzt. Und nochmal, alles, was direkt gespielt wird, hat was mit Zufall zu tun. Und Marco Reus hat offensichtlich sich eben verletzt. Und jetzt können wir wirklich einfach nur hoffen, dass das nicht gravierende Folgen hat für Borussia Dortmund. Ist sicherlich der wichtigste Spieler. Also auf den ersten Blick für mich sah es nicht nach Foul aus. Also er ist hängen geblieben. Vielleicht sehen wir es da besser. Ja gut, da geht der Fuß raus von Erdmann. Also eindeutig. Ja, es ist auf jeden Fall unsportlich da im Vorbeilaufen. Während Jürgen Klopp offensichtlich auch das Signal bekommen hat, dass es bei Marco Reus weitergehen kann. Sah jetzt nicht so wild aus. Ich hoffe, dass ich damit richtig liege. Foul war es. Wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, hätte er Zweistoß geben müssen, weil Erdmann einfach mal kurz die Gräte da reingehalten hat in den Lauf von Marco Reus. Aber der hat richtig Schmerzen. Scheint den Fuß nicht wirklich belasten zu können. Also sieht nicht danach aus, dass er hier sauber auftreten kann. Mit einer komplizierten Fußverletzung hat er ja die Weltmeisterschaft verpasst. Marco Reus, der wie ja niemand anders für die Wende steht im Jahr 2015. Sie wollen noch nicht wechseln und